Und dann war es endlich soweit. Die schweren Schneewolken verschwanden. Der Himmel war wieder so blau, wie Heidi ihn vom Sommer her kannte. Und die Sonne glitzerte auf dem Eis. Endlich! Es schneit nicht mehr! Es ist wieder klar! Diesmal muss Großvater mit mir gehen! Wieder. Es hat aufgehört zu schneien. Gehst du heute mit mir runter? Nein, Heidi. Heute nicht. Vielleicht morgen. Aber du hast doch selbst gesagt, wenn es aufhört zu schneien, dann können wir gehen. Wir würden bis zum Hals im Schnee versinken. Er ist noch viel zu locker und viel zu hoch. Bis auf den letzten Krümel. Dann können wir ja jetzt gehen. Wohin wollen wir denn gehen? Dreimal darfst du warten. Ins Tal? Ja, ins Tal. Also komm, steh auf. Aber zieh dich warm an, es ist kalt. Natürlich, ich binde auch den großen Wollschal um. Das mache ich gleich. Schau erst einmal den Baum an. Auf einmal sieht er aus wie ein Edelstein. Oh, schön. Wo hattest du denn den Schlitten versteckt? Versteckt? Du hast ihn noch nie gesehen. Passen wir da beide drauf? Wenn du dich klein machst. Anscheinend willst du deinen Mantel nicht anziehen. Also komm. Oh, mir ist schön warm. Wir können jetzt losfahren. Halt dich fest, damit du mir ja nicht runterfällst. Es geht steil bergab. Ganz bestimmt. Ich falle schon nicht runter. Keine Angst.